Das Besondere an diesem Stück ist, dass Pinocchio in manchen Szenen komplett von einer animierten Figur ersetzt wird, die jetzt nicht einfach nur ein plattes Stück Papier ist, sondern die sich auch bewegt, die Mimik hat, die Gestik hat, die Emotionen transportieren kann, um sie somit auch würdig zu vertreten in diesen Szenen. Wir haben für diese Animationen einen scherenschnittartigen Stil gewählt, eben wie damals diese Hampelmann-Figuren, die aus Papier ausgeschnitten werden. Das heißt, man musste diese Figur auch in ihre Einzelteile zerlegen, um diese zu bewegen. Begonnen haben wir mit dem Fotoshooting mit der Juliette, dass ich mal von ihr sehe, was wir alles brauchen. Ich habe ein technisches Konstrukt vorab gemacht, um zu sehen, was diese Figur können wird oder auch muss. Habe das dann mit diesen Fotos neu nachgebaut, damit es dann eben ihre Körperform hat und ihr Gesicht drauf ist. Das ist dann alles übermalt worden und damit ist Schritt für Schritt der Pinocchio entstanden. Es ist eben auch schwierig, weil gerade bei Film oder eben Zeichentrickanimation weiß man im Normalfall, man hat ein Storyboard, man weiß ganz genau, was passiert und das wird einfach bis zum Schluss ausgearbeitet. In einem Theaterstück, wo sich während den Proben noch Kleinigkeiten ändern können, es können Accessoires dazukommen, es wird am Kostüm etwas verändert. Bei uns in diesem Fall war es zum Beispiel der Esel, der sich bis zum Schluss noch geformt hat, wie der im Stück überhaupt dargestellt wird. Das heißt, man muss flexibel sein und kurzfristig in vielleicht sogar schon eine fertige Animation noch Änderungen einbauen. Und das war auch mit einem Auswahlkriterium, wie ich mich überhaupt für diese Software entschieden habe, mit der ich diese Animation im Endeffekt dann nachher umgesetzt habe. Mit der Software konnte ich eben die vorgefertigten grafischen Teile von Pinocchio zusammensetzen, konnte ein Skelett über diese Figur geben, damit sie sich flüssig bewegen kann. Es konnten leichte physikalische Einflüsse wie Wind für die Haare eingebaut werden. Natürlich ist diese Software auch bei den anderen Figuren, also nicht nur bei Pinocchio, sondern auch der Tintenfisch unter Wasser. Die Tentakel sind gerade durch diese Software viel einfacher geworden zu animieren. Der Wal ist eine klassische 2D-Animation. Es gibt ihn von der Seite gemalt, es gibt ihn von vorne gemalt. Und die Fahrt in den Magen des Wales ist auch handgemalt, sind aber an sich nur 5 Ebenen, also 5 Maulebenen. Und mit Hilfe des Droste-Effekts damit eigentlich dann in die Unendlichkeit gezogen. Und somit fährt man dann durch den Wal in den Magen.